Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu How to Survive. Ja, es ist zur letzten Aufnahme ist schon ein bisschen Zeit verstrichen. Wir hatten uns hier in diese Hütte gerettet und wollten eigentlich schlafen, aber wir sind ja nicht müde. Ja, so, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn zur Verfügung? Gesundheit ist ein bisschen angeschlagen, Müdigkeit geht noch so. Ich werde uns mal kurz ein bisschen heilen. Hauen wir uns was hinter die Kiemen. Und ja, den Rest können wir so lassen. So, jetzt schauen wir mal. Wo sollen wir denn hin? Wir sollen nach Osten. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal hin. Ich lasse mal jetzt die Pistole ausgerüstet. Achso, Munition können wir nicht. Oh, guck mal, hier bin ich gestorben. Es regnet leider, können wir kein Feuer anmachen, aber ist jetzt auch nicht weiter wild. Wir wollten... Oh, geil. Mit einem Schuss und einem Stromschlag. Herrlich. Ich bin begeistert. Ja, unsere Armschützer, die sind nur mit Knochen momentan verstärkt. Da wollte ich denn auch noch ein paar Pika ranmachen. Och nö. Ich höre doch schon wieder die Viecher. Ist eigentlich jetzt uncool, hier nachts unterwegs zu sein, aber... Wen interessiert's? Alle chic. Ja, kommt ruhig ran, Freunde. Federn. Okay, ich glaube, die hat dich weggeschmissen. Diese verkackten Federn von diesem verkackten Affen. Ich höre Schritte. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Hast du dir gedacht, mein Freund? Nein, den Helm wollte ich nicht mitnehmen. Egal. Fall doch einfach um. Mal kurz nachladen. Dann schmeißen wir mal den Helm wieder raus, weil den können wir momentan wirklich gar nicht gebrauchen. Das nimmt uns alles nur Platz weg. Daher machen wir es ohne. Was wir jetzt machen könnten, wir haben ja eine Forke und wir könnten jetzt quasi unseren Bogen ein bisschen verbessern. Das habe ich jetzt auch mal gemacht. So. Ah nee, ich bleib mal lieber beim Boomerang, den finde ich gerade irgendwie ein bisschen besser. Ach genau, machen wir mal hier ein bisschen das Gestrüpp weg. Dann kommen die Kameraden hier auch durch. Grüß dich. Jo, auch nicht schlecht. Der Kollege läuft jetzt außen rum. Ja toll, jetzt hat eigentlich der Regen aufgehört. Jetzt hätten wir eigentlich ein Feuerchen machen können. Hier blökt irgendwer rum. Ih, du bist runtergefallen, du Idiot. Wird der gerade zerfetzt? Krass, der wurde von den Piranhas zerlegt. Auch nicht schlecht. Ups, jetzt habe ich gerade ein Rezept weggemacht. Überlebenshandbuch, Waffen. Sten Gun. Ich glaube, die haben wir auch gerade angelegt. So. Das ist ja so gruselig hier. Ah, hier können wir, glaube ich, gleich mal ein Feuer machen.
So. Feierabend, mein Freund. Es grummelt gar sehr im Gebälk. Juhu, Garn. Den hatten wir ja auch gebraucht. Oder Faden, keine Ahnung, wie die Scheiße heißt. Ein Knochen. Juhu, Feuer. Sehr schön. Mein Gott, die blöken hier rum. Ist hier irgendwas? Nee. Oder? Nee, hier ist nichts. Schade. Und es wird Tag. Wunderbar. Ich bin begeistert. Machen wir mal das Gestrüpp hier weg, damit wir an die Dicken rankommen, weil ich glaube, da liegt irgendwie sowas wie ein... Hallo? Ein Kanister oder sowas. Aua. Blödes Arschloch. Juhu. Können wir gebrauchen. Brauchen wir nicht eigentlich. So. Na, wie kommst du denn da raus? So. Kopf ab. Wie ist der denn da hingekommen? Ach, die sind hier runtergesprungen. Okay, verstehe. Gut, gut. Dann machen wir mal das Geäst hier weg. Oh, eine Heilpflanze. Sehr schön. Können wir immer gebrauchen. Natürlich ist das Inventar voll. War ja klar. Und weswegen? Wegen diesen verkackten Federn. Ich hasse diese Federn. Seid verflucht, ihr scheiß Federn. Ich weiß nicht, ob wir die noch irgendwann mal brauchen, aber... Kann man ja mitnehmen. Ist ja okay. So, dann machen wir mal die hier weg. Voll in den Nacken. So. Im Nacken ist schön knacken. Was? So, ja, ja, ist ja gut. Bin mal ganz entspannt. Kommen wir hier irgendwie durch? Oh, was haben wir denn da? Ein Rezept für Armschutz. Kennen wir schon. Na gut, na gut. Oh no, please, please leave me. Thank God. I thought you were one of them. My daughter and I were attacked by those monsters when we ran aground here yesterday. I lost her trying to get away. I found a safe place, but I don't know what's happened to my little girl, Emily. I might have what you need. I'm not sure. But I won't open the door for anyone except my daughter. If you bring her to me, you can take what you want. Hurry, please! Finde Emily und bring sie zurück zu Carol. Oh, weia. Ob die Kleine hier in der Wildnis überlebt. Ja, ich will es fast bezweifeln. Traurig aber wahr. So, verkackte Federn brauchen wir nicht. Dann schauen wir mal. Oh, was haben wir denn da oben noch? Eine Flasche. Die voll ist. Nein, das Inventar ist voll. Gut, dann basteln wir mal ein bisschen was zusammen, machen ein bisschen Platz hier. Eine Flasche kann man immer gut gebrauchen. Und dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier am besten hinkommen zu Emilys da oben. Okay, ich glaube, wir müssen durch das Wasser. Mann, warum? Warum? Na egal, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ich gehe mal rüber auf den anderen Steg. Ja, was hast du gedacht, mein Freund, ne?
Ah ja, an der Seite. Von was habe ich denn gerade bitte Schaden bekommen? Lass mich in Ruhe, du Mistvieh. Pflanzen. Können wir nicht aufnehmen. So, was könnten wir denn machen? Haben wir... Nee, wir haben nichts mehr da. Eieiei, wir sind echt zugeballert mit irgendwelchen Zeug. Irgendwas muss ich loswerden. Ich glaube, ich nehme... Lass mal die... Westen fallen. Das ist, glaube ich, am besten. Westen. Ich bin ruhig, versprochen. So, haben wir hier unten vielleicht irgendwas, was man nehmen könnte? Nee. Aber wir kriegen wieder Besuch. Was ja auch nicht weiter wild ist. Wir haben ja diesen tollen Boomerang. Ein Reifen. Jawohl! Ein Reifen, wunderbar. Und wir sind natürlich wieder voll. Leck mich doch am Finger. So, können wir mit dem Reifen irgendwas machen? Können wir damit irgendetwas machen? Erstmal schaffen wir wieder ein bisschen Platz und dann, Ja, ist jetzt doof, ne? Egal. Das Teil können wir dann nachher zerkochen. Aber momentan müssen wir das so belassen, wie es ist. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nüscht danach aus. So. Gehen wir mal hier lang. Blöd doch hier nicht so rum. Noch ein Knochen. Ich glaube, den nehmen wir mal mit. Ich habe das dumpfe Gefühl, die werden wir noch brauchen. Oh, ein Bogen. Dafür brauchen wir irgendwie sowas wie Titan oder was das ist. Carbon. Oh, was knurrt denn da so rum? Okay. Ab in den Kopf. So. Oh, das Gestrüpp können wir wegmachen. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt da hinten lang, so wie es ausschaut. Ich guck gleich nochmal auf die Karte, aber erstmal Pflanzen. Oh. Die würde ich ganz gerne mitnehmen. Boah, bloß was können wir wegschmeißen. Scheiße. Das ist jetzt doof. Was schmeiße ich denn wohl weg? Ich meine, Carbon haben wir nicht, dass wir uns einen neuen Bogen machen können. Wir hätten jetzt auch gar keinen Platz dafür. Ich schmeiß mal kurz den... Ja, den Lauf, ich weiß nicht. Eieiei. Ach, wisst ihr was? Ich schmeiß mir mal was hinter die Binde. Dann sind wir wieder voll und haben einen Platz frei. Yay. Yeah. Haben jetzt einen Buff bekommen, hier oben seht ihr, besser zielen. Aber so ein krasser Schütze wie Spinne brauche ich das nicht, ja. Oh, da oben ist der Reifen, kann ich den mitnehmen? Bitte sag ja. Nein, verdammt. Kommen wir da hoch? Es platzt gar sehr. Mistviecher. Haut ab. Jawohl. So. Läuft. Das haben wir. Da brauchen wir nichts. Nichts.
Ach, da kommen wir hoch. Sehr schön. Können wir ja vielleicht mal ein bisschen was auffüllen. Ich mache mir erstmal den Strand aber sauber. Also ich mache erstmal den Strand sauber. So, besser. So wird ein Schuh draus. Oh, fuck. Hau ab. Und ihr auch. Ihr dreckigen Viecher, ihr. Noch ein Knochen. Oh, da ist ein Tank. Sehr schön. Na toll. Aber ich habe doch schon einen Tank in der Tasche. Kann man die nicht stacken? Oh. Scheiße. Naja, egal. Ich guck mal, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Platz machen. Für irgendwas. Haben wir hier noch einen? Pilze. Ich glaube, die Pilze sind auch nur zum Verfeinern da, so wie ich das mitbekommen habe. Oh, da sind noch Steine, sehr schön. Eine Angel. Scheiß auf die Angel. Also ich meine, wenn wir nur im zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang angeln können, dürfen, dann scheiße ich drauf. Entschuldigt meine primitive Ausführung dieser Äußerung. So, wir brauchen kurz Steine. Weil, dann können wir nämlich... Oh, ich glaube, ich brauche dazu Platz. Na, dann lassen wir das auch nochmal kurz fallen. Und dann... Nein. Ich muss kurz hier rüber. Nee, nicht dahin. Und wir holen uns jetzt mal kurz die Armschi. Und dann zusammenfügen. Tada! Ach so, entweder man kriegt die Stacheln oder... Ah, okay. Hm, gut. Das heißt, jetzt könnte ich wieder entweder austauschen mit den Knochen oder Stein. Nee, will ich nicht. Ausrüsten. Mit den Stacheln sieht es irgendwie cooler aus. Finde ich. Das. Sehr schön. Den Reifen kriegen wir nicht. So, mein Freund. Das war's für dich. Oh, hi, Pflanze. Ach, Manu. Finde ich echt irgendwie scheiße, dass man... kann man sich nicht irgendwie so eine Gürteltasche oder so besorgen? Kann man doch bestimmt noch einen 10-Liter-Kanister reinpacken. Ja, es ist jetzt doof, ne? Also, puh, und so. Moment, also ich habe 4 solcher Stacks. Dann lassen wir das mal kurz fallen. Nehmen uns die Pflanze. Ich drücke immer auf die falsche Taste. Zusammenfügen. Fertig aus, die Maus. Und wieder mitgenommen. War. Ja, Freunde, das bringt nichts, wenn ihr so lahmarschig hier rumlauft. So. Haben wir das auch erledigt? Hi. Ja, toll, wieder schön den Brunnen zugesifft. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Achso, genau. Wir wollten die zusammenfügen mit dem hier. Dann nehmen wir noch einen Soda-Tank. Und dann haben wir das. Sehr schön. Läuft. Leider haben wir hier kein Feuer, aber das haben wir, glaube ich, hier unten. So, gehen wir mal kurz hier rein. Was haben wir denn da Schönes?
eine Pumpgun. Ja, wir hatten ja von Kovac hatten wir ja die Pumpgun ausgeliehen. Aber jetzt so im Nachhinein finde ich die eigentlich nicht so dolle berauschend. Also ich finde eher so Automatikwaffen sind eher mein Ding. Also so Vollautomatikwaffen oder so. Gut, dann haben wir Ditte haben wir auch, Ditte. Da unten ist irgendein Gestrüpp. Liegt hier noch irgendwas? Was wir einsacken könnten? Ich bin einfach mal so dreist, bevor mir die Piranha am Arsch rumknabbern. Ja, geil. Und jetzt ist da oben ein Hirsch. Alter, ich back mir einen Hirsch. Komm ich hier hoch? Nee. Ja, die wollen jetzt natürlich hier rüber. Aber ich glaube, die werden zerlegt von den Piranhas. Hier kriegen wir nichts. Hier bitte hier irgendwas? Nö. Natürlich wieder eine Haipflanze, war ja klar. Die können wir auch gleich mal wieder verbauen, weil unser Stoff, der geht jetzt auch langsam zu Neige. Und jetzt haben wir wenigstens zumindest haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz in den Taschen. So, Freunde der munteren Unterhaltung. So, oh, ist ja auch schon wieder so spät. Ja gut, dann würde ich einfach mal sagen, beenden wir mal kurz die Folge. Halt, Moment, was ist das? Pflanze. Haben wir schon. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen kleinen Break und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich und ich hoffe, wir sehen uns dann. Macht's gut.